Hallo aus Stuttgart. Hallo vom Schlossplatz in Stuttgart. Wir sind live bei Facebook, bei Twitter und auch bei YouTube. Hier live aus Stuttgart. Hier findet heute eine große Demonstration statt. Und zwar von den Beschäftigten der Automobilindustrie und der Automobilzulieferer. Und man kann es ein bisschen erahnen, hier geht es heute um die Zukunft der Automobilbeschäftigten, denn die haben Angst vor der Zukunft. So, und ich schaue mal hier auf mein kluges Handy, denn sehr gerne würden wir auch mit euch diskutieren. Es geht um die Zukunft der Automobilbranche und auch um die Frage, wie viel ist unser Klima eigentlich wert? Denn die Beschäftigten, die hier auf die Straße gehen, folgen den Fridays for Future Demonstranten, die wenige Stunden vorher ganz in der Nähe für einen grüneren Planeten geworben haben und schließlich auch für eine grüne Verkehrswende und schließlich auch für Elektromobilität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber hier stehen, stehen vor allem für die konventionelle, für den konventionellen Maschinenbau, für den konventionellen Motorenbau. Und die wollen natürlich auch ihre Jobs behalten. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es aber immer wieder Nachrichten von großen Zulieferern, wie beispielsweise Bosch, dass viele, viele tausend Stellen gestrichen werden. 3.300 bei Bosch. Daimler will 1 Milliarde Euro an Personalkosten einsparen. Der Grund? Schwächelnde Konjunktur und der Wandel zur Elektromobilität. Damit wollen wir gerne sprechen. Ich habe gleich zwei Gesprächspartner hier in Stuttgart und wir wollen auch gerne mit euch diskutieren. Ich kriege die Fragen hier bei mir aufs Handy geschickt und ihr könnt kommentieren bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube. Stellt eure Fragen rund um das Thema, wie viel ist uns der Klimaschutz eigentlich wert und wie ist das eigentlich mit den Beschäftigten in der Automobilindustrie. Ich schaue jetzt schon einmal kurz aufs Handy, ob was da ist. In der Zeit zeigt vielleicht unser Kameramann Rolf einmal drumherum, wie voll es hier eigentlich ist auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Rund 10.000 Gewerkschaftsmitglieder, Beschäftigte aus allen möglichen Betrieben sind heute hier und fordern den Stopp des Stellenabbaus. Mit einem treffe ich mich jetzt, und zwar mit Nick Thiele. Wir gehen mal hier durch. Ich laufe mal vorweg, durch die Menge durch. Den jungen Mann, den wir jetzt treffen, Nick Thiele, hallo, grüß dich. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Nick, du bist 19, im dritten Jahrjahr zum Industriemechaniker. Arbeitest wo? Bei Bosch AS arbeite ich in Schwäbisch Gmünd. Und ja. Bosch AS stellt Lenksysteme her. Da würde man meinen, Lenksysteme braucht man auch in Elektroautos. Also so groß dürfte die Angst bei euch nicht sein, oder? Das ist richtig. Lenksysteme werden immer gebraucht. Aber klar, die Konkurrenz steigt. Gerade aus Low-Cost-Standorten und deswegen sieht es bei uns gerade auch so schlecht aus, weil die Verlagerung auch geplant ist von unserem Betrieb quasi. Du bist Jugendauszubildendenvertreter in deinem Betrieb in Schwäbisch Gmünd. Du wirst die Sorgen auch der Kolleginnen und Kollegen kennen. Ich frage mal ganz persönlich dich, du bist im dritten Lehrjahr. Hättest du dir vor 2 Jahren gedacht, dass die Jobs in der Automobilindustrie mal so auf dem Prüfstand stehen? Man wusste klar vor 2 Jahren auch schon, dass die Situation kommen könnte oder wird, aber man hätte es nicht gedacht, dass es so rapide dann auch mit dem Stellenabbau jetzt vorangeht und auch dann geplant ist. Und ja. Also ich habe schon eine Frage. Wer redet denn davon, dass Jobs verloren gehen? Es wird neue Technologien geben und die brauchen auch neue Arbeitsplätze. Ich gebe die Frage gerne mal direkt weiter. Was würdest du dem User antworten? Klar, neue Technologien, es kommt drauf an, wenn man es Richtung Industrie 4.0 geht, es wird anspruchsvoller, man braucht bessere Facharbeiter, aber klar, wenn dann an dem Montageband, wo früher vielleicht 20 Arbeiter geschafft haben, das vollautomatisiert wird, dann braucht man vielleicht auch nur noch 4 oder 5 Arbeiter, die den Prozess überwachen und das ist immer schwierig, da ist der Konflikt da zwischen Entwicklung, aber auch zwischen, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Dazu kommt noch, ich habe im Vorfeld des heutigen Tages mit vielen Experten gesprochen. Und die haben gesagt, klar, es wird neue Technologien geben. Aktuell werden auch quasi 2 Technologien nebeneinander geführt. Das heißt, die klassischen Verbrennermotoren werden weiterhin hergestellt, aber auch die neuen Elektromotoren. Langfristig gesehen brauchen diese aber, weil sie einfacher herzustellen sind, mit weniger Teilen zu produzieren sind,
weniger Stellen. Und so kann es eben sein, dass nach und nach viele Stellen eben aus der Automobilindustrie verschwinden. In Baden-Württemberg 470.000 Menschen, die direkt oder indirekt damit zu tun haben. Hast du denn noch Hoffnung, wenn du in 30, 40 Jahren in Rente gehst, dass du mit einem Auto noch unterwegs bist und vielleicht auch noch in der Autoindustrie arbeitest? Es kommt klar drauf an, man kann es jetzt ungewiss sagen, es ist schwierig, aber ich denke, die Entwicklung jetzt gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln, es müsste noch viel passieren, damit auch gerade mir, wo vom Land komme, ich habe auch viele Arbeitskollegen, ländliche Region, da fährt alle ein, zwei Stunden mein Bus, gerade wenn jetzt die Schichtarbeit, wenn wir ausgelernt sind, wir schichten, ich hätte selber keine Möglichkeit, zu meiner Schicht pünktlich anzufangen oder überhaupt dahin zu kommen, hätte ich kein Auto. Das ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht möglich bis jetzt. Das klingt alles nachvollziehbar. Vielen Dank, Nick, schon mal. Es sind viele, viele Menschen heute hierher gekommen aus den ganzen Landesteilen und auch aus von unterschiedlichen Firmen. Firmen, die möglicherweise schon totgesagt sind. Es gibt Firmen, die beschlossen haben, ihre Werke hier zu schließen. Es gibt Firmen, die beschlossen haben, ihre Werke ins Ausland zu verlagern. Nick, das hast du auch angesprochen, in günstigere Lohnländer. Und schlussendlich ist ja dieser Tenor heute hier auf der Demonstration oder auf der Kundgebung, dass der technologische Wandel eigentlich nur vorgeschoben ist und man eine gute Chance suchen würde, so sagst IG Metall, die Mitarbeiter loszuwerden. Siehst du das ähnlich? Ich sehe das recht ähnlich. Klar, jetzt ist präsent, jetzt ist das Thema da und klar probiert man dann jetzt so schnell wie möglich die Sachen begründet zu verlagern. So sehe ich das. Also wir sind mittendrin in der Diskussion. Ich schaue immer mal wieder auf mein Handy, ob Fragen reinkommen. Ich kann euch und Sie nur animieren, mitzumachen. Auf Facebook gerne die Fragen stellen, auf Twitter, bei Periscope sind wir dort oder auch bei YouTube. Die spannende Frage also, was machen wir mit diesen vielen, vielen Arbeitskräften, die möglicherweise in Zukunft nicht mehr gebraucht werden? Und wie viel ist uns das Klima wert? Denn die, die hier heute demonstrieren, folgen den Fridays for Future-Leuten, die auch heute hier ganz in der Nähe waren und für eine grüne Mobilitätswende sind und damit gegen dreckige Diesel. Und deswegen gehen wir jetzt rüber zu einer Klimaschutzaktivistin von Fridays for Future. Wir bahnen uns ein bisschen den Weg hier durch die Menschenmassen. Und in der Zeit schaue ich nochmal aufs Handy. Eine weitere Frage. Nick, vielleicht hörst du mir zu. Wie wäre es denn mit einer Umschulung? Es gibt viele freie Jobs, zum Beispiel in der IT. Wir drehen uns mal wieder zur Kamera und sagen erstmal Nisha, hallo, grüß dich. Hi. Nisha Toussaint, Teach-Out, Sprecherin bei Fridays for Future. Wir sprechen gleich. Ich habe gerade noch eine Frage an den Nick weitergestellt. Umschulung in Richtung IT. Glaubst du, dass das für dich, für deine Kollegen jetzt gerade bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd eine Option wäre? Es kommt drauf an. Ich glaube, es ist einfach typbedingt. Wenn Leute Mechaniker sind oder eher Computerleute, ich würde mir selber jetzt auch nicht unbedingt ein IT-Studium zutrauen, aber wenn ich mit der Technik recht fit bin. Aber ich denke, das kommt nur auf die Person drauf an, wo die Interessen liegen und wo auch die Stärken von der Person liegen. So, und jetzt haben wir quasi zwei Parteien hier. Rechte Seite, Klimaschutzaktivistin, linke Seite, Vertreter des konventionellen Autobaus und damit ja eigentlich, Nisha, der Gegner der Klimaschutzbewegung, oder? Absolut nicht. Warum nicht? Es ist uns ganz wichtig, immer zu sagen, dass wir nicht unterschiedliche Kämpfe führen, sondern was wir fordern, ist Klimagerechtigkeit. Und Klimagerechtigkeit bedeutet eben auch, dass wir auf dem Weg dahin keine Menschen auf der Strecke lassen. Also das kann ja eigentlich nur ein gerechter Weg sein. Und unsere Forderung geht eben vor allem an Politik und Wirtschaft, dass die den Rahmen schaffen müssen, dass keine Existenz bedroht ist. Keine Existenz im globalen Süden, aber auch keine Existenz hier vor Ort. Und das ist ganz, also auf jeden Fall immer bei uns mit dabei, dass wir nicht die ArbeiterInnen kritisieren, sondern die großen Unternehmen, die ganze Industrie und die Politik dahinter. Und trotzdem ist ja eigentlich klar, und wenn wir den Studien vertrauen, die größten Emittenten von CO2 in Deutschland zumindest, die Industrie, dazu gehört die Automobilindustrie und der Verkehr. Wenn wir aber an allem festhalten, an dieser großen Branche festhalten, an Verbrennungsmotoren, an Getriebe, die vielen Menschen hier produzieren, dann geht das ja nicht ganz mit euren Zielen überein, wenn ihr sagt, auch die müssen wir schützen. Ich sage nicht, dass wir an der großen Branche festhalten müssen. Wir brauchen Veränderungen und das ist klar. Und zwar entweder jetzt machen wir Wandel bei Design. Wir können jetzt entscheiden, wir ändern ganz viel. Wir müssen uns grundlegend, brauchen wir einen radikalen Wandel in unserer Gesellschaft. Weil wenn wir jetzt einfach so weitermachen, dann steuern wir auf eine bis zu 6 Grad wärmere Welt zu. Und dann haben wir weder Geld, noch Arbeitsplätze, noch Autos auf diesem Planeten, noch überhaupt Menschen. Und da ist dann da für niemanden was gewonnen. Aber wir müssen jetzt
losgehen und alles umbauen und diesen Wandel bei Desaster, der kommen wird, aufhalten. Und ich denke, es ist nicht fair, jetzt so zu tun, als hätte man genug Arbeitsplätze in dieser Branche, wenn die in, keine Ahnung, höchstens 10 Jahren auf jeden Fall zusammenbrechen wird. Das ist nicht fair den Leuten gegenüber. Das heißt, es braucht jetzt einen kontrollierten Wandel. Was sagst du dazu, wenn du das hörst? Ich würde mich da direkt anschließen. Man kämpft bei der Sache nicht gegeneinander. Das Klima sollte uns alle mittlerweile sehr wichtig sein. Und die Arbeitsplätze, gerade bei unserem Bereich, sollten auch nicht auf der Strecke bleiben. Vielleicht mal die Frage an die Community. Das ist in unserem Format ja auch durchaus wichtig, mal zu hören, was die Community denkt. Was denkt ihr denn? Geht das überein, sozial zu sein, Arbeitsplätze zu erhalten, gleichzeitig aber die strengen Klimaschutzziele, die man sich setzen möchte, einzuhalten? Nisha, ist das denn möglich, die Klimaschutzziele einzuhalten, wenn wir eben sagen, gut, wir versuchen, viele Arbeitskräfte und vielleicht auch den Diesel mal wieder auf eine neue Spur zu bringen und zu erhalten? Ich bin keine Wirtschaftsexpertin. Ich bin nicht ein Profi in Sachen der ganzen Maßnahmen. Aber ich sehe das ganz, ganz stark, was schiefläuft. Wir haben das Pariser Klimaabkommen unterschrieben, eine deutsche Regierung, und wir halten nicht daran fest. Aber Fakt ist, wir müssen diese 1,5 Grad einhalten, wenn wir irgendwie noch eine Chance haben wollen, auf dieser Erde leben zu können. Und es gibt, also ich habe so gehört, dass wenn wir zum Beispiel allen KohlearbeiterInnen erstatten würden, das Geld, was wir gerade als Subventionen in die Kohle stecken, dann wäre jede KohlearbeiterIn oder jeder Kohlearbeiter Millionär am Ende. Also, was ich sagen will, es gibt unheimlich viel Geld und das fließt aber, glaube ich, gerade auch an die falschen Stellen und nicht an die, die es wirklich brauchen. Was würdest du denn, der Nick ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, weil wir haben darüber gesprochen, Lenksysteme braucht auch ein modernes Elektroauto, weil irgendwie muss man ja entscheiden, wo man nach rechts und links will. Aber es gibt auch bei Bosch, auch bei vielen anderen Zulieferbetrieben Produkte, die zum Beispiel direkt mit einem Diesel- oder Benzinmotor zusammenhängen. Die wird man nicht mehr brauchen. Was empfiehlst du denn dem Bandarbeiter, der den Dieselmotor zusammenbaut? Es ist wirklich eine schwierige Sache. Ich verstehe es auch total, dass Menschen Angst haben. Also ich glaube, wir haben Existenzängste. Ich habe Zukunftsängste und die haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Das kann ich total verstehen. Und ich glaube, was wir machen müssen, ist das, was wir heute machen. Wir gehen auf die Straße, genau das, was wir auch nächste Woche am Freitag machen, am 29.11., wo wir sagen, wir wollen und wir brauchen eine Zukunft. Dass wir politische Kämpfe führen und das nicht einfach mit uns ergehen lassen. Und uns vor allem nicht gegenseitig einander ausspielen und sagen, ey, irgendwie ihr seid gegen uns, wir sind gegen euch. Und uns gegenseitig schwächen, weil eigentlich ist ja der Punkt, dass wir die Politik und die Wirtschaft, die Entscheidungsträgerinnen adressieren wollen. Und da müssen wir uns, glaube ich, zusammenschließen. Und das würde ich auch dem Arbeiter in der Fabrik sagen, lass es uns zusammenschließen und dafür kämpfen, dass wir alle hier leben können. Schlussendlich muss man also überlegen, was gibt es für Möglichkeiten. Die Industrie überlegt ja jetzt bereits schon, was sie machen kann. Heute hat die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Hofmeister Kraut, an ihren Kollegen in Berlin geschrieben, Hubertus Heil, und unter anderem gefordert, Kurzarbeit länger zu erlauben. Ist das etwas, wo die Arbeitnehmer, und da spreche ich jetzt mal dich als Jugendvertreter an, mitgehen würden? Ich schätze mal, ja, klar, Kurzarbeit ist für viele Arbeiter nicht toll, gerade wenn man daheim eine Familie sitzen hat und dann nicht mehr auf sein Gehalt kommt oder nicht mehr auf seine Stunden kommt. Den Arbeitgebern, klar, ich denke, ihnen würde es gefallen, wenn man das länger zulässt. Aber ich hoffe nicht, dass es für uns im Betrieb, bis jetzt haben wir noch keine Kurzarbeit, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. So, jetzt schaue ich nochmal, es sind zwei Fragen wieder eingetrudelt. Fangen wir mit der ersten an. Ein User schreibt, aber es werden doch auch Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energie entstehen. Oder, ja, Nisha nickt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist der Fakt, dass, soweit ich weiß, 70.000 Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energiebranche abgebaut wurden in den letzten Jahren durch das bescheuerte Erneuerbare-Energien-Gesetz und den Deckel. Und darüber redet keiner. Und über die 20.000 Arbeiter, die in der Kohle noch sind, über die ist eine riesige Debatte ausgelöst worden. Das heißt, ja, auf jeden Fall, wir haben in anderen Bereichen, wird es auf jeden Fall mehr geben. Und darüber müssen wir auch mal reden hier. Und nicht nur das, was den großen Konzernen gerade wehtut, wie zum Beispiel die Kohle. Dass wir nur da sagen, Arbeitsplätzeverlust ist schlimm. Die Autobranche, die Zuliefererbranche, das ist natürlich für uns hier in Baden-Württemberg immer ein großes Thema in den Berichterstattungen. Und wenn man mit Arbeitgebern spricht, sagen sie auch, was uns helfen würde, wäre auch eine Innovationsförderung. Also Geld, Unterstützung, um neue Innovationen zu unterstützen, beispielsweise in Wasserstoff oder Ähnliches, um dann eben genügend Geld auch zu haben, um die Arbeitskräfte zu halten.
und nicht abzubauen, um genug Geld für Innovationen zu haben. Wie schätzt du das ein? Wie reagieren, sage ich mal, die alteingesessenen Zulieferbetriebe? Sind sie weitsichtig oder haben vielleicht manche auch einfach den Anschluss verpennt? Das ist relativ schwer zu sagen, aber ich glaube, viele haben auch nicht jetzt mit so gerade dem rapiden Abfall gerechnet, wie es jetzt gerade entstanden ist. Und dann haben es vielleicht auch manche Führungskräfte verschlafen, auf neue Sachen zu setzen und in neue Entwicklungen zu investieren. Nächste Frage, die ich hier habe, muss ich vorlesen, die ist lang. Wie heißt es so schön? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Bestimmt. Ein Spruch, den man wahrscheinlich nicht so gerne hier hört. Die deutsche Automobilindustrie kommt mir zurzeit nicht so rüber, dass sie sich neuen Technologien stellen wollen. Oder du bist jetzt unser Vertreter der Automobilindustrie. Das geht so ein bisschen in meine Richtung von gerade. Ist man nicht gewillt, in Innovationen zu investieren und nach vorne zu denken? Ja, ist wieder eine schwierige Frage, aber ich denke, der Wandel ist jetzt schon da und man sucht sich jetzt auch neue Produkte, neue Märkte, wo man rein investieren kann und auch in neue Richtungen gehen kann. Nisha, du beobachtest das ja sicherlich auch interessiert. Glaubst du, dass die Branche nicht gewillt ist, sich mal umzugucken und Innovationen zu fördern? Na, ich glaube, in dem Sinne ist sie gewillt, dass sie Greenwashing-mäßig irgendwie den meisten Profit herausschlagen will. Und deswegen sagen wir auch, wir brauchen einen System Change, wir brauchen einen Wandel des Systems. Weil wenn wir jetzt weitermachen und grünes Wachstum machen, dann werden wir trotzdem an planetare Grenzen kommen, weil die sind da. Und das heißt, wir brauchen eine ganz radikale Änderung des Systems, weil ein System, das nur auf Wachstum und Profit aus ist, das wird auf diesem Planeten nicht funktionieren. Und das haben wir jetzt seit den 70ern, seit wir wissen, dass es den Klimawandel gibt, gemerkt, dass es so ist. Und ich denke, wir müssen vor allem auch mal darüber reden, wenn wir über Arbeitsplätze reden, dass wir so viel automatisiert haben, so viel industrialisiert haben, und trotzdem sollen noch alle Menschen in Vollzeit arbeiten. Das ist total zeitüberholt. Warum haben wir die ganzen Maschinen, wenn wir trotzdem alle noch 40 Stunden arbeiten müssen, um zu überleben? Und da sehe ich wieder, dass wir andere Ideen haben müssen und dass vor allem die Politik andere Ideen haben muss, wie wir mit Menschen umgehen, weil es einfach nicht mehr unbedingt genug Arbeit gibt in unserer automatisierten Welt. Und wie wäre es mal dass wir Existenzsicherungen von Arbeit abkoppeln, dass jeder Mensch existieren darf, ohne 40 Stunden am Fließband zu stehen? Also du machst ein großes Fass auf, sicherlich eine sehr interessante Debatte. Ich glaube, einen kleinen Teil davon konnten wir abbilden. Danke Nick, danke Nisha. Viel Erfolg bei euren Vorhaben, ich glaube, das kann man so sagen. Und meine Erkenntnis, man kämpft eben doch zusammen, Autoindustrie und Klimaschützer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es aus Stuttgart vom Schlossplatz. Wir sind Daimlers Antrieb zuständig. Die Frage, ob wir in Zukunft ein Antrieb bekommen oder nicht, war für mich eine ökonomische Frage. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, es war für mich klar, dass wir als Powertrain werden in einem Super spannend. Weil